Gut, ich beginne einfach. Heiße Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind zu dieser Runde der akademischen Mittagspause. Ich freue mich, dass ich heute einen kleinen wenig Einblick geben kann Ihnen in die Arbeit meiner Arbeitsgruppe oder in die Themen vielleicht, die uns im Rahmen vom Exzellenzcluster Strukturen, Structures interessieren. Mein Name ist Thomas Gazenza. Ich komme vom Kirchhoff-Institut für Physik im Neuenhammer Feld. Und gehe jetzt mal so medias in res, jetzt Technik funktioniert. Wirbel im kalten Nichts. Wirbel im kalten Nichts klingt irgendwie nicht unbedingt, als wenn das etwas wäre, was einen vielleicht für so die Ruhe einer Mittagspause so anziehen würde. Wirbel, das klingt nach, nicht gerade nach Entspannung. Ja, das klingt nach Stress. Wirbel in Form von Stress sind auch leider in Heidelberg nicht ganz unbekannt. Zum Glück nicht jetzt und nicht so oft. Wirbel, die klingen nach Dynamik, nach Bewegung und Unruhe. Und das ist uns eigentlich schon seit Schulzeiten aus der Physik bekannt. Wirbel lassen uns an Strudel denken und Strudel wirken bedrohlich. Aber Wirbel können auch sehr schön sein, wenn man nicht mittendrin steckt, sondern sie von außen betrachten kann. Wie hier von Ferne. Ich will jetzt nicht über Planetenphysik reden, aber wir sehen hier schon etwas, auf was ich später nochmal zurückkommen werde. Wirbel treten typischerweise nicht alleine auf, sondern es gibt oft sehr viele, das nennt man dann Turbulenz. Diese Turbulenz beschäftigt uns in unserer Arbeitsgruppe. Aber bevor ich dazu komme, komme ich jetzt erstmal zum zweiten Teil des Titels, dem kalten Nichts. Was verstehen wir darunter? Kalt. Wenn es ihr jetzt hier drin fröstelt, haben wir eben schon davon gehabt, ist nicht der allerwärmste Tag, dann kann ich nur sagen, geht noch viel kälter. Was haben wir hier? 293,15 Grad Kelvin. Auch bekannt als 20 Grad Celsius. Das ist so ungefähr, zumindest größenordnungsmäßig, die Temperatur hier drin. Vielleicht nicht ganz. Aber selbst das ist nicht wirklich kalt. Ja? Wenn wir raus ins Weltall gehen, ist es locker mal ein Faktor 10 kälter. Das ist immer noch sehr warm, denn der absolute Nullpunkt, 0 Grad Kelvin, das ist das Kälteste, was überhaupt geht. Jetzt könnte man natürlich denken, ich wollte darüber reden. Aber das hat ein bisschen das Problem, dass man 0 Grad Kelvin eigentlich gar nicht erreichen kann. Weil für 0 Grad müsste ich alles auf 0 Bewegung abbremsen. Jedes einzelne Teilchen, das geht einfach nicht. Das heißt, wir können uns diesem Punkt nur annähern. Und wenn wir auf Pluto sind, werden wir schon ziemlich frieren, aber es ist immer noch echt extrem heiß. Natürlich nicht so heiß wie ein Faktor 10 oberhalb von uns auf der Sonnenoberfläche, wo wir größenordnungsmäßig 5000 Grad Kelvin haben. Oder im Inneren der Sonne, wo wir also schon auf Millionen Grad Kelvin kommen. Da ist dann auch wurscht, ob wir von Celsius oder von Kelvin reden. Und es geht noch viel mehr. In der Supernova, einem explodierenden Stern, haben wir nochmal 10 Größenordnungen. Und unsere Kollegen an der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, die wollen einmal schwere Kerne aufeinander schießen, so wie Gold. Und die sind dann in der Lage, Temperaturen in der Größenordnung von einer 1 mit 15 Nullen herzustellen. Aber ich drifte ab. Wir wollen ja eigentlich über die Kälte reden. Wir sind dort oben 15, 11 Größenordnungen oberhalb unserer Zimmertemperatur, unserer Kirchentemperatur. Worüber ich reden möchte, ist etwas, was 11 Größenordnungen unter dieser Temperatur ist. Das ist etwa das Kälteste, was wir uns derzeit vorstellen können. Und dieses Kälteste ist gar nicht mal so weit entfernt. Speziell gehen Sie rüber ins Neuenhammer Feld zu meinen Kollegen in die Experimentalphysik, in den Keller. Dort finden Sie Temperaturen von der Größenordnung Pico-Kelvin. Was sind Pico-Kelvin? Pico-Kelvin sind 3 Größenordnungen kleiner als Nano-Kelvin und das sind Milliardstel, also sind Billionstel Kelvin oberhalb der absoluten Null. Also 11 Größenordnungen unter dem, was
die heißeste Temperatur, die wir kennen, über uns ist. Nun, wie erreichen wir diese Temperaturen und worin? Hier steht schon der Begriff, das BEC, das Bose-Einstein-Kondensat oder Bose-Einstein-Kondensat einfach, nach dem indischen Physiker Bose und Albert Einstein benannt, die das theoretisch entdeckt haben. In diesem Bose-Einstein-Kondensat erzeugen unsere Kollegen diese Pico-Kelvin. Wie sieht das praktisch aus? Das ist hier auf dem Bild links zu sehen. Dieser kleine gelbe Punkt, falls Sie den sehen können, ist ein Bose-Einstein-Kondensat aus Atomen. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist wie eine, auch ein Gas, ein ultrakaltes Atomgas, wie Luft, aber nur ungefähr einen Mikrometer, ein paar Mikrometer groß, etwa ein Zehntel Millimeter maximal. Und es ist eingeschlossen in einer Zelle, die von der Größenordnung so ein Zentimeter ist. Das heißt, es ist 5 Millimeter weg von der Wand der Zelle und die Wand der Zelle aus Glas ist auf Zimmertemperatur, also wieder 11 Größenordnungen drüber. Da können Sie sich schon vorstellen, dass das geht, ist nicht so einfach. Denn Sie müssen verhindern, dass die hohe Temperatur der Wand dafür sorgt, dass dieses Kondensat in der Mitte sich wieder aufheizt, weil dann ist es nämlich weg. Und das geht nur, indem man den Raum zwischen dem Kondensat und der Zellwand so gut wie leer pumpt. Das heißt, wir brauchen ein Vakuum. Das Vakuum ist von der Größenordnung, das kann man auch wieder sich nicht vorstellen, ja, ist so groß wie Atmosphärendruck am Mond. Also im Prinzip nichts. Ja, da sind noch ein paar Atome, die herumschwirren um diese Gaswolke in der Mitte. Mehr nicht, sodass es komplett isoliert ist von der Wand. Nun, jetzt ist die Frage, kann ich mir das irgendwie vorstellen? Was ist denn das, dieses Gas? Ist das, sieht es so aus wie hier unsere Luft? Ist das durchsichtig? Da ist ein gelber Punkt, der ist schematisch. Der zeigt einfach nur, dass es Licht streuen kann. Man kann es sichtbar machen. Was ich nur sagen kann, ist, die Atome in diesem Kondensat bewegen sich von der Größenordnung Millimeter pro Sekunde. Ja? Temperatur heißt, dass es das Gas eine erratische Bewegung hat. Die Luftmoleküle stoßen an ihre Wärmerezeptoren der Haut mit ungefähr Kilometern pro Sekunde. Die Atome hierin sind ein bisschen langsamer, aber trotzdem so viel kälter. Das hat auch was damit zu tun, dass die Dichte sehr viel geringer ist. Das können Sie jetzt leider gerade nicht lesen. Hier steht 10 hoch 19 pro Kubikzentimeter. Also Luftmoleküle haben Sie ungefähr in der Schule gelernt, wahrscheinlich Avogadro-Zahl, 10 hoch 19 Moleküle in einem Kubikzentimeter. In diesen Bose-Kondensaten sind es nur noch 10 hoch 13 bis 10 hoch 15, also nochmal extrem viel dünner. Das sind nur ein paar Zahlen. Jetzt wollen wir uns fragen, warum machen wir das überhaupt? Bose-Kondensat, das klingt schon so speziell. Was heißt das eigentlich? Da müssen wir jetzt ein bisschen über, was wir vor ungefähr ab 100 Jahren, vor 100 Jahren gelernt haben, über ein bisschen Quantenphysik reden. Wenn Sie ein, was wir sagen, klassisches Gas nehmen, wie die Luft, die sie umgibt, dann stellen wir uns das so vor, dass die Luftmoleküle einfach irgendwelche Teilchen sind, hier gezeigt als rote Punkte, die erratisch herumschwirren, ich hatte es schon gesagt, aneinander stoßen beständig und deswegen ihre Geschwindigkeit völlig beliebig ist. Aber auf was es ankommt, ist die mittlere Geschwindigkeit, mit der sich die Moleküle bewegen. Und diese mittlere Geschwindigkeit bestimmt die Temperatur, also die 20 Grad. Das heißt, um diese Temperatur abzusenken, müssen wir die Teilchen verlangsamen, und zwar alle. Und genau das geschieht auf dem Weg zu unserem Bose-Kondensat. Und das Interessante ist jetzt, dass je weiter wir diese Temperatur absenken, also je mehr wir die abbremsen, desto eher sehen wir eine Eigenschaft dieser Teilchen, die durch die Quantenphysik bestimmt ist. Nämlich, die Teilchen sind nicht mehr einfach irgendwelche Punktteilchen, sondern die werden kleine Wellenpakete, nennen wir das. Also hier angedeutet durch diese kleinen Wellenzüge der roten Schlangenlinien. Sie können sich das so vorstellen, wenn ich jetzt einen Ton auf der Orgel spiele, oder die Kollegen, die hier demnächst vortragen, oder einfach nur tut sage oder dann erzeuge ich genauso ein Wellenpaket, aber im Luftdruck, in den Luftdruckschwankungen. Und dieses Wellenpaket
erfassen Sie dann als kurzen Ton. Die Länge des Wellenpakets ist die Länge des Tons. Die Dicke des Wellenpakets ist die Lautstärke. Und die Frequenz der Welle ist die Tonhöhe. Viel höher komme ich nicht. Ist eine höhere Frequenz, schwingt schneller als oh. Das sind diese Wellenpakete. In der Quantenmechanik geht es ganz genauso, nur dass Sie nicht mit Ohren hören können, sondern spezielle Apparate brauchen, um das sichtbar zu machen. Und die sind sehr viel kleiner und schwingen schneller. Nun, wenn wir jetzt die Temperatur so weit erniedrigen, dass wir zum Bose-Kondensat kommen, dann wird die Energie pro Teilchen geringer. Und ich hatte ja schon gesagt, die Energie, die hat was mit der Geschwindigkeit der Teilchen zu tun. In dieser Quantenphysik hat sie letztlich was mit der Wellenlänge dieser Wellenpakete zu tun. Auch das können Sie sich vorstellen. Wenn ich einen höheren Ton singe, dann schwingt die Luft schneller. Das heißt, jedes einzelne Luftteilchen muss schneller hin und her schwingen und deswegen ist die Energie höher. Wenn ich also die Energie der Teilchen abkühle, wird die Wellenlänge länger, die Frequenz kleiner. Deswegen werden diese Wellenzüge immer größer. Wenn ich jetzt die Dichte der Teilchen, also die Zahl im Volumen, konstant halte, werden die irgendwann sich berühren. Wir sagen, sie überlappen. Und jetzt passiert das Interessante, nämlich jetzt kommt das Bose-Kondensat ins Spiel, nämlich genau in dem Moment, wo die anfangen, sich zu überlappen, da verschmelzen sie miteinander und werden völlig ununterscheidbar. Sie formen ein Bose-Einstein-Kondensat. Letztlich, wenn ich sie ganz auf Null runterkühlen könnte, würden sie alle in eine große makroskopische Welle, wie wir sagen würden, Materiewelle übergehen. Das ist genau das Kondensat, was wir hier erzeugen. Wir erzeugen also einen Wellenzug aus vielen ununterscheidbaren Teilchen, die wir nicht mehr als Punkte auffassen dürfen. Jetzt kommen wir zurück zu meinen Wirbeln vom Anfang. Wenn Sie tauchen, dann können Sie im Schwimmbad zum Beispiel beobachten, dass dieser Wirbel nur bis zu einer bestimmten Tiefe geht. In dieser Tiefe hört er auf und das hat was mit Reibung zu tun. Ja, Sie kennen sicherlich diesen alten, eigentlich aus dem Ballett vielleicht, diesen Versuch. Wenn ich mich drehe und dann die Arme anziehe, dann drehe ich schneller. Leider kann ich nicht so schöne Pirouetten drehen. Genauso passiert es mit dem Wasser in dem Wirbel. Wenn das Wasser immer weiter ins Zentrum kommt, umso schneller wird es. Das heißt, ganz im Zentrum da unten ist die Geschwindigkeit am höchsten und die Reibung nimmt zu mit der Geschwindigkeit, also nimmt die Reibung dort drin zu und der Wirbel kommt da innen irgendwo zur Ruhe. Das Wasser dreht sich nicht mehr. Das genau ist in unserem Bose-Einstein-Kondensat nicht mehr so. Ein Bose-Einstein-Kondensat hat keine Reibung per se. Wir nennen es ein Suprafluid. Wenn wir solche Fluide herstellen könnten, zum Beispiel aus Elektronen in Leitern, hätten wir einen Supraleiter, dann könnten wir Strom übertragen. Ohne irgendwelche Energieverluste, Reibungsverluste, da hätten wir wahrscheinlich alle unsere Energieprobleme gelöst. Auch in diesen Bose-Einstein-Kondensaten gibt es nun solche Wirbel. Hier ist einer schematisch gezeigt. In der Wolke in der Mitte ist ein Wirbel, die Dichte geht runter und die geht auf Null. Und das Interessante ist jetzt, dass die Geschwindigkeit um den Wirbel, die muss ich jetzt auch wieder in dieses Wellenbild einbauen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Die muss ich jetzt aus der Welle herauslesen. Das heißt, ich muss den Wirbel als eine große, gigantische Welle beschreiben. Und diese Welle sieht gerade so aus, wie Sie es rechts sehen. Nämlich was ich nenne, den Phasenwinkel der Welle, der dreht sich einmal um 360 Grad, wenn ich um den Wirbel herumlaufe. Das ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen, weil wir haben hier zwei Drehungen. Und zwei Drehungen auf einmal, das ist immer etwas hart. Aber ich habe hier folgende Illustration. Hier sieht man, dass jede Welle mit einer Drehung im Kreis verbunden ist. Ja, hier ist rechts die Sinuswelle zu sehen, links die dazugehörige Kreisdrehung. Das heißt, jeder Punkt auf der Welle entspricht einem Winkel in dem Kreis. Okay? Genau das mache ich mir zunutze, um so einen Quantenwirbel herzustellen, nämlich an jedem Punkt, das sind einfach die Punkte um den Wirbel rum, hier in der Mitte ist dieser Sitz da, da wo die Dichte runtergeht, drehe ich diesen Winkel auf einen bestimmten Wert und der variiert, wenn ich einmal rumgehe, von 0 auf 360 Grad. Und dann fängt es wieder von vorne an.
Das ist, wie ich den Quantenwirbel in die Quantenphysik der Wellendynamik einbaue. Jetzt will ich Ihnen ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie das dann aussieht, wenn wir daran forschen. Wir interessieren uns natürlich dann nicht nur für einen Wirbel, sondern wie ich schon sagte, für Turbulenz. Das heißt, wir brauchen viele. Hier ist ein Gitter von vielen solchen Wirbeln gezeigt. Links sind die Löcher in der Dichte, die schwarzen, dunklen Punkte. Dort geht die Dichte runter, dort sitzen die Wirbel. Rechts ist dieser Phasenwinkel, den ich Ihnen eben schon gezeigt habe. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Einfach nur deswegen, weil dieser Phasenwinkel von 0 auf 360 Grad sich jetzt, wenn ich einmal um einen Wirbel hier rumgehe, nicht nur einmal rumdreht, sondern sechsmal. Ja, also ich habe den einfach ein bisschen weiter aufgezogen. Ja, da ist mehr Geschwindigkeit drin. Und ganz unten links sehen Sie jetzt gleich, da ist, sieht man die Geschwindigkeit der Teilchen. Ist eigentlich keine Teilchen mehr, die Geschwindigkeit dieses Gases, der Flüssigkeit, der Supraflüssigkeit. Wo die Farben rot sind, ist die Geschwindigkeit hoch, also in der Nähe des Zentrums des Wirbels. Wo sie hell sind, gelb, sind sie niedrig. Jetzt lassen wir das laufen. Ich will das gar nicht so im Einzelnen diskutieren, aber einfach nur die Schönheit dieser Dynamik ein bisschen vorzeigen. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass diese Wirbel, ich gehe nochmal zurück, es ging ein bisschen schnell, diese großen Wirbel sich aufgelöst haben in viele kleine Wirbel. Diese kleinen Wirbel sieht man jetzt hier links wieder als Punkte, wo die Dichte runtergeht, und hier rechts als Punkte, um die herum die Farbe von Rot auf Blau dreht, also der Phasenwinkel von 0 auf 360 Grad. Das zeigt, dass ich jetzt nur noch einfache Wirbel habe. Dafür habe ich sechsmal so viele, weil ich hatte jeden einzelnen ja sechsmal aufgezogen. Also habe ich jetzt ganz viele Wirbel, und diese vielen Wirbel, geht dieses Ding da weg, da, die erzeugen jetzt eine Turbulenz in diesem Bose-Einstein-Kondensat. Das kann man ganz gut erfassen in dem Geschwindigkeitsbild unten links, wo diese einzelnen Wirbel dann von der Superfluidigkeit, von dem Suprafluid, welches eine große Strömung verursacht, mitgezogen werden. Also wir erzeugen im Prinzip klassische Wirbel, in denen Quantenwirbel herumschwirren. Das nur als kleinen Eindruck. Ich kann da noch mehr darüber erzählen, aber kommen wir mal zurück zu der Frage vom Anfang, warum wir das eigentlich tun. Das Interessante an dieser Dynamik, die wir hier untersuchen, ist, dass sie Eigenschaften hat, die nennen wir universell. Universell heißt, wir beobachten sie in einem System, wie etwa diesen Bose-Einstein-Kondensaten in unserem Labor, die nur einen Millimeter groß sind und wo wir schon scharf hingucken müssen, um diese Wirbel zu sehen. Es geht aber. Und diese Physik, die wir dort beobachten, die ist nicht nur da relevant. Die universellen Eigenschaften können in ganz anderen Systemen relevant sein. Und ein Beispiel möchte ich Ihnen jetzt hier zeigen, welches auch gerade seit kurzem wieder mehr diskutiert wird. Wir gehen wieder raus ins All, insofern jeder Rückbezug. Was wir hier sehen, ist unsere Galaxie, die Milchstraße, nicht von unserer Position aus, sondern von außen senkrecht auf sie geschaut, auf die Ebene. Es ist eine Spiralgalaxie, die sich im Wesentlichen in einer Ebene ausbreitet. Wir schauen senkrecht da drauf. Wir selbst sind irgendwo hier, hier ist die Sonne, ja, hier in der Mitte. Dort ist die Sonne, also dort ist unser Sonnensystem, hier sind wir. Die dreht sich auch, man könnte schon wieder an Turbulenz denken, das hat auch was miteinander zu tun, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern ich möchte noch auf viel größere Skalen schauen. Der Durchmesser dieser Galaxie ist ungefähr 80.000 Lichtjahre. Das heißt, das ist die Entfernung, die Licht braucht, die Licht in 80.000 Jahren zurücklegt. Und Sie wissen vielleicht noch, jedes Licht bewegt sich mit 3 mal 10 hoch 8, also fast einer Milliarde, also 0,3 Milliarden Kilometer pro Sekunde. Also das ist verdammt weit. Also ich kann das mir auch nicht vorstellen. Ja? Ein Lichtjahr sind 10 hoch 12 Kilometer. Nun, diese Galaxie ist aber nicht schon das ganze All, das alles viel größer, und sie ist zunächst mal eingebettet in, was man heutzutage vermutet, ist ein Halo aus dunkler Materie. Der Ralf Klessen hatte vor einer Woche oder so schon mal hier darüber gesprochen. Dieser dunkle Materie-Halo ist hier rechts angedeutet durch diese auch künstlerische Darstellung. Die Galaxie sitzt hier in der Mitte.
Aber der Halo ist noch mal ein Faktor 100 bis 300 größer als die Galaxie. Also bis zu einer Milliarde, ja, bis hier zu einer Million Lichtjahre Durchmesser. Und dieser Halo, da fragt man sich, was das ist. Überhaupt, was dunkle Materie ist. Dafür gibt es viel Streit in der Physik. Die einen glauben an sehr schwere Teilchen, die mit nichts wechselwirken. Die anderen glauben an sehr leichte Teilchen. Und über diese leichten Teilchen möchte ich jetzt hier kurz sprechen. Das sind die sogenannten Axionen. Diese Axionen sind, diese Axionen haben ein Gewicht von 10 hoch minus 22 Elektronenvolt, sagen wir. Das ist umgerechnet ungefähr 10 hoch minus 58 Kilogramm. Also eine 0 und dann 57 Nullen hinterm Komma und dann eine 1 in Kilogramm ausgedrückt. Diese Teilchen werden vermutet, bilden diesen Halo von dunkler Materie um uns herum. Und die einzige Wechselwirkung mit uns ist über die Gravitationskraft. Die sind aber ganz wichtig für die Strukturentstehung im Universum, weil sie, so, das wird so verstanden, dass die Materiezusammenballungen zu Galaxienhaufen und dann auch Galaxien durch diese dunkle Materie erst möglich wird. Nun, ein Bild, was die Leute jetzt entwickeln, ist, dass dieser Halo dunkler Materie ein galaktisch großes Bose-Einstein-Kondensat bildet. Dort sind also die Wellenlängen nicht mehr so klein, sodass sie bei uns in unsere Mikrometer reinpassen, sondern sie sind selbst von der Größe, man sagt Kiloparsec, das sind also ungefähr 1000 Lichtjahre. 1000 Lichtjahre Wellenlänge allein dieser Materiewellen in der Halle. Und hier ist eine Darstellung, das ist wirklich eine Simulation, das haben Kollegen in Newcastle kürzlich veröffentlicht. Die haben ausgerechnet, wenn man die zu erwartenden Gleichungen löst, und die Gleichungen sind tatsächlich sehr ähnlich zu denen, die wir auch hier lösen für unsere mikroskopischen Bose-Kondensate, dann bekommen sie ein Bild, welches wiederum diese Quantenwirbel aufweist. Da in der Mitte ist dann irgendwo der Kern, das reine Bose-Kondensat, dort sitzt unsere Galaxie und außenrum ist die Halo, und in dieser Halo, die Halo ist nicht nur einfach glatt und rund und irgendwie, wir würden sagen sozusagen smooth, dass es immer dünner wird, sondern die ist in einem hochgradig nicht Gleichgewichtszustand, das heißt in einem turbulenten Zustand, und dieser Turbulenz, weil es eben ein Bose-Kondensat ist, führt wieder zu diesen Quantenwirbeln, über die ich gesprochen habe. Und das ist natürlich von sehr großem Interesse, weil das könnte erklären, warum deren Dynamik dieser Halo so abläuft, wie man es vielleicht bräuchte für das Verständnis der Strukturentstehung im Universum. Gut, damit mit diesem kleinen, die sind nicht im Gleichgewicht, aber wenn sie im Gleichgewicht wären, dann kann man ausrechnen, aus dieser Wellenlänge hätte man ungefähr 10 hoch minus 20 Kelvin, das wären nochmal 9 Größenordnungen kleiner und näher am absoluten Nullpunkt, als wir im Labor erzeugen können. Ich erzähle mal allen Leuten, wir haben die kältesten Systeme der Welt. Ja, weil draußen im Universum, wo es leer ist, da gibt es zumindest immer die kosmische Hintergrundstrahlung aus Licht, und die hat 3 Kelvin. Die ist also super heiß im Vergleich zu diesen 10 hoch minus 11 Kelvin. Aber wenn jetzt die Axionen sich durchsetzen würden, dann hätten die gewonnen. Dann wären die noch kälter. Gut, damit schließe ich, und ich kann nur sagen, als hätte es Vincent van Gogh geahnt, Wirbel im kalten Nichts. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Die Diskussionsrunde ist damit eröffnet. Wenn Sie Fragen haben, ich komme gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Sie können die Frage stellen. Bitte sehr. Gerne. Ja, vielen Dank. Ist denn das jetzt eine beweisbare Tatsache mit diesem Bose-Einstein-Kondensat, oder gibt es da reproduzierbare Ergebnisse, wo man also messen kann, dass es so ist? Sie fragen generell. Also zunächst mal kann ich sagen, die Bose-Einstein-Kondensate im Labor gibt es, die sind real. Die gibt es seit, ich kann hier runterkommen, ne? Die gibt es seit mittlerweile fast 30 Jahren. Die ersten wurden erzeugt in den Laboren von Carl Wieman und Wolfgang Ketterler, auch ein alter Heidelberger, aber am MIT in USA und in Boulder, Colorado. Die kriegten dafür 2001 den Nobelpreis. Und seither ist dieses Forschungsgebiet
schier explodiert. Also es gibt mittlerweile in allen Ländern viele Experimente, in denen die hergestellt werden, unter anderem eben mehrere bei uns. Das ist Realita, das können wir sehen, die können wir sogar mit bloßem Auge kann man die sehen und die sind in vielen Eigenschaften mittlerweile erforscht. Es gibt natürlich auch noch immer wieder neue Fragen. Die Bose-Einstein-Kondensate, über die ich am Schluss geredet habe, das ist eine reine Theorie. Ja. Da gibt es jetzt tatsächlich, ich bin allerdings auch kein Experte für, also das dürfen Sie mir nicht direkt abnehmen. Es gibt in diesem Frühjahr eine Arbeit, wo Leute gezeigt haben, dass es möglich sein könnte, herauszufinden, ob es die gibt, indem man auf die Galaxien durch die Halos anderer Galaxien hindurchguckt. Da gibt es sowas, was sich nennt Gravitational Lensing, also die Gravitationskraft einer solchen großen Halo kann wie eine riesige Linse wirken, durch die dann das Licht dahinter durch muss und abgelenkt wird. Und was die Leute sagen, ist, dass die Daten, da gibt es auch schon sehr viel Daten für, die sehen so aus, als würde dieses Licht erratisch abgelenkt werden und nicht, also die Linse sozusagen nicht schön glatt sein, wie von Carl Zeiss, sondern halt viele Störungen drin haben. Und diese Störungen passen zusammen mit diesem Bild des Bose-Kondensats. Das ist aber kein Beweis, würde ich sagen. Ja, es ist nur sozusagen auch kein Widerspruch. Noch eine Zusatzfrage, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, wie man das klassische Bose-Einstein-Kondensat herstellt. Ich nehme an, Sie nehmen Wasserstoffatome dazu, nicht, und kühlen die dann ab. Also sind Atome, wie erzeugen Sie die? Das ist eine sehr gute Frage. Die Leute haben das versucht seit den 60er Jahren, in der Tat mit Wasserstoff, weil das klingt so am einfachsten, mussten aber dann im Laufe der 80er Jahre merken, dass man den Wasserstoff ganz schwer kühlen kann. Weil ja, man muss ihn mit irgendwas Kälterem in Verbindung bringen und da gibt es Probleme. Und dann kamen die Leute und zeigten, wenn man einfach statt Wasserstoff Alkaliatome, die schwerer sind, nimmt, die sehen aus wie Wasserstoff, die haben auch ein Elektron außen, also Natrium, Rubidium, Kalium. Dann kann man, was man nennt, Laserkühlung nennen. Da wird wirklich jedes Atom einzeln abgebremst. Und wenn sie dann so ungefähr Mikrokelvin kalt sind, dann macht man dasselbe, wie was sie mit der Kaffeetasse machen. Man lässt einfach die heißesten rausfliegen und der Rest wird kälter. Und was messen Sie da? Mikrowellenabsorption oder was ist das? Einfach Licht. Also man scheint mit dem Laser drauf und sieht den Schatten dieser Atome. Also man absorbiert Licht an diesen, die haben ein paar einfache Übergänge, das geht. Sie bekommen ja ein zweidimensionales Ergebnis. Da, genau, genau. Ja. Das gute ist Frage, sicher nicht einfach, das darauf nicht zu kommen. Genau, ich werde nicht weiterfahren. Nee, das ist ganz richtig. Eigentlich sind die ja dreidimensional. Wir können auch zwei- und eindimensional mittlerweile, vier ist schlecht, aber man hat dann immer eine Projektion und dann muss man zurückrechnen. Das war. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine Frage. Doch noch eine. Dankeschön, wirklich ein schöner Vortrag. Wann und wie sind die Wirbel entstanden? Gut, das ist eine schwierige Frage. Sie reden jetzt von den Wirbeln im Universum oder von denen von unseren? Von denen der Nummer? Generell, wie die entstehen. Also, gute Frage, ja. Also in den Kondensaten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten kontrollierteste ist, dass man auch wieder einen Laser nimmt und den Laser so präpariert, dass er wie so ein Quirl wirkt. Der kann also tatsächlich die Atome im Kreis beschleunigen. Das können die Leute im Labor. Und dann halten sie einfach auf das Kondensat und dann fangen die an, sich zu drehen um den Punkt herum. Das ist das, sagen wir mal so, das Erste, was man ausprobiert hat. Dann hat man sie sehr klar gesehen. Aber wie bei aller Turbulenz, es reicht typischerweise auch einfach auf das Ding drauf zu hauen und dann entstehen die von selbst. Also sie können irgendwelche Störungen anbringen, es ist fast nicht zu verhindern, dass sie hinterher entstehen. Das ist wie im Wasser, wenn Sie da so einmal mit der Hand durchziehen, dann entstehen ganz viele Wirbel. Sie können sich das wirklich wie eine inkompressible Flüssigkeit vorstellen. Ja, wie Luft auch. Luft ist eigentlich eine inkompressible Flüssigkeit. Die Wirbel, die wir in der Atmosphäre sehen, die unser Wetter machen, die großen Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, sind eigentlich auch das Ergebnis einer zweidimensionalen Turbulenz, die spezielle Eigenschaft hat, dass die Wirbel tatsächlich nicht kleiner werden, sondern immer größer. Genauso ist es im Wasser und auch in den Kondensaten auch. Also
Ja, die Teilchen stoßen aneinander und wirken im Prinzip wie eine Flüssigkeit. Also die spezielle Form, was genau entsteht, was Sie haben ja auch meine zerfallenen Vortices gesehen, da ist viel Zufall dabei. Genau, ich schreibe die rein. Wir haben sie auch so ein bisschen verschoben, waren nicht ganz so reguläre Scatter, damit sie schneller zerfallen. Und was dann entsteht, ist, da ist sehr viel Chaos und Zufall drin. Ja. Das Interessante ist, dass der Zufall ist eben nicht komplett irregulär. Ja, also da ist Struktur in diesem, um wieder auf unser schönes Wort zurückzukommen. Also ich hatte ja dieses Video vorhin gezeigt. Was wir dann normalerweise machen, ist nicht nur einfach diese Schönheit dieses Videos zu genießen, sondern wir messen dann, was die Teilchen eigentlich machen. Wir messen zum Beispiel ihre Geschwindigkeiten. Im Computer können wir das leicht, der Experimentator hat es ein bisschen schwieriger. Wir können messen, was die einzelnen Teilchen oder die Wellen hier drin für Geschwindigkeiten haben und dann tragen wir hier auf, in einem Graphen, wie viele da drin sind für eine bestimmte Geschwindigkeit. Das ist eine sogenannte Verteilung. Also hier rechts, hier unten ist die Geschwindigkeit aufgetragen, hier ist die Zahl der Teilchen. Und dann bekommen wir hier so eine Verteilung, die zeigt, die mit niedrigster Geschwindigkeit sind am häufigsten und die mit höherer Geschwindigkeit sind seltener. Da geht es runter und das ist sogar hier logarithmisch, also es geht ziemlich steil runter. Und das Witzige ist jetzt, dass die Verteilungen, die herauskommen, die sind wieder universell. Die haben eine ganz einfache Form, die können wir auch theoretisch vorhersagen und versuchen zu verstehen. Und die trifft jetzt auch wieder zu auf andere Systeme. Es folgt Naturgesetze quasi. Genau, ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Dann bedanken wir uns noch einmal recht herzlich bei Ihnen.